von der Bühne hier bei uns im Speed Dating. Nadja Tudowa ist da. Hallo. Hi Nadja. Es ist kein normales Interview jetzt, es ist ein Speed Dating. Bist du bereit? Sehr schön, ja. Gut. Unsere erste Frage, was ist dein Lieblingsessen? Pommes und Salat. Wie nennt deine Familie dich? Paradiesvogel in Deutschland, Gast von Gastfamilie und meine Familie Papagei. Papagei. Immer irgendwas, ein Vogel ist immer, eine Vogelart ist immer dabei. Ja, weiß nicht warum, aber vielleicht sehe ich auch so. Was war dein erster Satz auf Deutsch? Weißt du das noch? Ja, Sehenswürdigkeiten. Wollte ich etwas Schwieriges lernen und das haben sie im Feld und bräuchte ungefähr 2 oder 3 Tage dafür, das zu aussprechen. Sehenswürdigkeiten. Was wäre Sehenswürdigkeit auf Georgisch? Riesches an die Schnaube, wie? Ist auch nicht leicht, oder? Okay, ich probiere das später mal aus. Okay. Welches Wort benutzt du viel zu oft? Was sagst du zu oft? Egal. Egal? Mhm. Das ist, ja, ist aber auch egal. Ist mir egal. Das ist total egal, das Wort. Was kannst du, was andere nicht können? Kannst du mit deinen Fingern knacksen oder kannst du irgendwas Interessantes weiß mit deinem Körper? Ich glaube nicht, dass ich etwas Besonderes machen kann, die man nicht macht. Die andere nicht machen können oder so. Ich glaube das nicht, aber... Vielleicht hast du es noch nicht rausgefunden. Wir haben ja noch Zeit. Ja, aber ich bin auch froh, dass ich singen kann. Damit bin ich... Das können ja auch nicht viele. Also ich kann zum Beispiel nicht. Dann die Frage, was ist deine nervigste Eigenschaft? Was sagen deine Freunde oder Familie? Was nervt sie am meisten? Ich? Du, von mir? An dir, ja. Außer, dass du egal dass immer sagst. Dass ich ganz oft unterwegs bin und habe ich niemals genug Zeit für meine Bekannten oder Familie oder Freunde. Ja. Aber das ist so, ich habe entscheidend mehr Zeit für Musik und in Freizeit sowieso für die Menschen, die ich liebe. Aber zurzeit muss ich Vollgas geben und hart arbeiten dafür. Und das tun wir jetzt auch hier im Speed-Dating. Außerdem können die dich ja sehen hier im Interview. Ja. Also von daher ist es gar nicht so schlimm. In wen warst du verliebt als Teenager? Hast du fandest du einen Star, einen Künstler toll? Ja, Jimi Hendrix, aber der ist Jimi Hendrix. Der Sturmzeit. Ja, und ich habe, jetzt muss ich auch was erzählen, das paar Fotos, die nicht ganz berühmt sind von Jimi Hendrix, hatte ich immer in meinem Handy als Hintergrundfoto oder so. Und einmal hat mein Vater was gesucht in mein Handy, ob ich was so Fotos hatte und so weiter. Und dann hat der ein paar Fotos von Jimi Hendrix und genau von Woodstock Festival mit die Hippie-Menschen und so weiter. Und der war so traurig und der hat gesagt, Nadja, wer ist der schwarze Mann? Ich habe gesagt, der ist meine Liebe. Und der wusste überhaupt nicht, dass er Jimmy war. Weil das war ganz so Foto von seiner Kindheit oder so, von Jimi Hendrix. Und der war fast... Und er dachte, das ist dein Freund. Ja, leider nicht, Papa, aber... Also, wir stellen uns jetzt mal vor, Jimi Hendrix lebt noch. Was wäre dein bester Anmachspruch? Ah, du musst spontan sein. Wie würdest du flirten? Wie würdest du? Hast du einen Kreativen? Ich würde sofort singen oder tanzen anfangen. Welches wäre das Liebeslied, was du singen würdest, um ihn zu beeindrucken? Oder welches Lied? Das kannst du gerne singen auch direkt. Oh Lord, won't you buy me Mercedes-Benz? So was von Jenny Joplin oder von die Woodstock. Also wenn er da nicht beeindruckt wäre, ich weiß auch nicht. Dann weiß ich auch. Nee, also dann kann er das auch echt vergessen. Weil, mit ja, dir, das ist so, ja. Das muss er einfach fühlen. Mit wem würdest du außer mit Jimi Hendrix gerne ein Duett singen? Björk, sie lebt noch. Gott sei Dank. Aufpassen, Björk, nicht was Schlechtes machen, weil du bist einzige Hoffnung. Kommt auf die Liste. Und ja. Zum Schluss deine 3 Lieblingsstädte. Oh, Berlin, weil Berlin ist verrückte Stadt und alles ist genauso, wie ich das mag. Das passt zu dir. Ja. Bruchsal, weil das ist eine kleine Stadt, wo ich glaube, nur nette Menschen sind und keine böse, weil ich habe nur gute Erfahrungen von Bruchsal. Und
Tiflis, meine Hauptstadt. Sehr schön. Dann haben wir zum Schluss noch eine kleine Challenge. Wir würden dich natürlich gerne nochmal singen hören, aber wir haben eine Auswahl. Okay. Du kannst wählen zwischen einem ESC-Lied deiner Wahl, irgendeins, ein georgisches Volkslied, wenn dir eins einfällt, oder du singst wie Louis Armstrong. Oh no. Ihr seid aber gut. Schwierige Entscheidung, ne? Du kannst auch alle drei machen. Nee. Ich überlege jetzt. Okay, weißt ihr was? Ich entscheide jetzt volksgeorgische Musik. Okay. Va chi ora coma. Amor ton coma, isen cu cora lua puta scadici. Wunderschön, das war Nadja Todua in unserem Speed Dating. Vielen Dank. Danke.